Hallo, ich bin Jonas. Und ich bin Hauke. Wir sind von Steinschere W20 und haben euch heute von Splittermond das Kreaturenbuch Bestien und Ungeheuer mitgebracht. Ja, das Standardwerk quasi, was noch gefehlt hat in der Splittermond-Bibliothek, beschäftigt sich, wie man sich bei dem Titel schon denken kann, mit den Kreaturen von Lorakis. An dieser Stelle auch nicht nur mit den Kanonenfutter, das man seinen Spielern entgegenwirft und den Herausforderungen, die man seinen Spielern stellt, sondern auch Nutztiere oder allgemeine Tiere, die man auch so kennt. Aber in erster Linie sind es dann auch wirklich Kreaturen, die auch als Gegner sind, Tiere, die eine Lokalkolorit bieten, wie zum Beispiel der berühmte und sehr beliebte Mottenmaki. Ja, das ist mein persönlicher Liebling, hier zu sehen. Quasi ein Mausmaki mit Flügeln. Der in erster Linie niedlich anzusehen ist in der Grafik und der nicht als große Bedrohung wahrzunehmen ist für Spieler. Außer sie haben sehr teure Klamotten. Aber halt die Region, in der er auch anzufinden ist, halt mit Leben füllt. Genau, das ist auch eine Sache, die uns besonders gefallen hat, dass neben den Bildern von den Kreaturen auch immer Bilder von den Regionen quasi als kleiner Kartenausschnitt abgebildet sind, sodass man immer auf den ersten Blick direkt erkennen kann, auch wenn einem jetzt Namen nicht so viel sagen, wo die Kreaturen anzufinden sind und heimisch sind. Und ja, man das auch schnell wiederfinden kann auf einer Karte. Genau. Neben den Monstern und Tieren finden sich auch noch Kapitel über Vampirismus und Wehrkrankheit. Es sind auch einige soziale Figuren, also nicht spielbare Rassen, aber Rassen, die halt Vernunftbegabt sind sozusagen, genau. Die vielleicht teilweise unbekannt sind oder nicht entdeckt, aber die dann in diesem Buch schon mal Erwähnung finden. Auch wichtig sind die Anhänge in diesem Buch. Die sind dann in erster Linie für Spielleiter, die ihre eigenen Abenteuer kreieren wollen und die passenden Kreaturen dazu finden möchten. Da gibt es einige Tabellen und Listen, zum Beispiel diese Matrix, in der eine überbeschreibende Region beschrieben ist, also zum Beispiel in diesem Fall hier gemäßigte Zone. Da sind dann die ganzen Regionen wie einige Länder, Flüsse, Gebirge, Küste, Meer als Regionsbeschreibung dann und da drinne dann über eine Punktematrix, welche Kreaturen dort anzutreffen sind und welche nicht. Genau, alles sehr schön übersichtlich gestaltet. So kann der Spieler da auf den ersten Blick erkennen, meine Charaktere befinden sich gerade da und da, dort kann ich denen mal das und das entgegenschicken. Neben dieser sind noch einige andere Tabellen vorhanden, nach denen man quasi auf das Abenteuer und die Spielgruppe zugeschnitten Kreaturen auswählen kann, die als Gegner oder vielleicht sogar als Plotpoint eingesetzt werden können. Genau. Alles in allem sind die ganzen Abbildungen auch gut gelungen. Also uns sind keine Schnitzer aufgefallen. Klar, spielt immer auch Geschmack eine Rolle. Sind verschiedene Künstler, aber alle gut gelungen insgesamt. Wirkt auch einigermaßen einheitlich, sodass kein Bild jetzt explizit raussticht und einen anspringt mit hier, ich sehe anders aus als alle anderen. Die Kreaturen sind teilweise halt sehr klassisch, klassische Kreaturen aus Fantasy-Bereichen, wie zum Beispiel Drachen, Orks, Harpien, Seeschlangen, was man halt so überall bekämpft, aber auch einige sehr kreative und auch aus Mythologien, die teils nicht so häufig sind oder die man nicht unbedingt so vor Augen hat. Und das ist insgesamt sehr schön geworden. Ja.
Ich muss auch sagen, also ich persönlich war relativ überrascht davon, wie viele Überraschungen ich sozusagen beim Durchblättern dieses Buches bekommen habe. Also mit Kreaturen, die ich jetzt so noch nicht gesehen hatte in anderen Fantasy-Rollenspielen. Ja, okay. Hast du noch was zu erwähnen, was besonders wichtig ist? Besonders wichtig, höchstens noch, dass auch einige Kreaturen aus der Feenwelt explizit erwähnt werden, da die Feenwelt ja in Lorakis für Splittermond einen sehr wichtigen Bestandteil einnimmt, ist das vielleicht ganz interessant, dass hier auch einige Feenkreaturen, die einem auf Lorakis begegnen können, mit benannt und beschrieben sind. Genau. Also alles in allem kann man sagen, ich meine, klar, ist ein Kreaturenband für ein Fantasy-Rollenspiel quasi ein Must-Have. Viele Ideen drin für Abenteuer, viele schöne Kreaturen. Ja, also uns hat's gefallen. Genau, wir können es empfehlen. Ja. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas Spezielles von uns hören wollt, über Splittermond, andere Rollenspiele, kommentieren, schreiben, fragen. Genau, guckt auch gerne in unseren Blog, steinscherew20.de, findet ihr auch unten irgendwo einen Link. Genau, da gibt es auch noch weitere Artikel zum Lesen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Adieu. Ja. Hat doch ganz gut geklappt.